Boah, das sieht nach einem schweren Fall aus. Boah, da müssen wir ja jetzt erst einmal ein Spritzchen setzen. Jawohl. Und jetzt müssen wir ihn ganz vorsichtig aufschneiden, den Patienten. Da, und hier nochmal. Und da auch. Und ach, ja, so ist gut. Das sieht sauber aus. Schere bitte. Du kennst mich mal. Schere. Wow. Ja. Ah. Sehr schön. Ja, jetzt. Oh Gott, ich kann es schon sehen. Ich sehe das Geschwür. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott, wie könnte er das überleben? Es ist unvorstellbar, grausam, es ist unbeschreiblich, schlecht. Ich muss da hinten noch, und da muss ich auch noch. Und nochmal, Moment, da ist auch noch sowas ganz Gruseliges. Ja, oh Gott, es ist entsetzlich, es ist unbeschreiblich. Ich habe es den Patienten entnommen. Ich hab es ihm entnommen und es ist so ein... Gib her, Mensch! Ja, und ich habe mir die Schwarzwaldklinik gekauft. Ist das so schlimm? Moment. Da ist doch noch was. Oh. Da ist Rosamunde Pilcher. Wow. Verdammt! Den Kampf nehme ich auf. Ja, da ist sie, die Komplettbox zum 25-jährigen Jubiläum, die Schwarzwaldklinik. Ich bin mir sicher, einige von euch werden jetzt kräftig mit dem Kopf schütteln und sich ihren Teil denken. Den dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich habe mir tatsächlich diese Box gekauft. Und ich muss gestehen, ich habe die Serie damals auch tatsächlich verfolgt. Und habe sie, wie quasi, ja, man könnte sagen, ganz Deutschland, saß ich regelmäßig vor der Glotze und habe die Schwarzwaldklinik geguckt. Viele der Jüngeren unter euch können sich das gar nicht vorstellen, wie leergefegt die Straßen waren, als die Schwarzwaldklinik lief. Die Schwarzwaldklinik hat richtige Rekorde gebrochen. Ich habe hier gerade mal Wikipedia auf. Hat Rekordquote, eine Episode hat zum Beispiel eine Rekordquote von 27,97 Millionen Zuschauern. Diese Rekordquote ist, abgesehen von Sportveranstaltungen, bis heute nie gebrochen worden. Also es war ein extremer Wirbel damals um die Schwarzwaldklinik, um Dr. Brinkmann, seinen Sohn, seine Frau und bla 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 und schieß mich tot. Dr. Brinkmann, hier Klaus-Jürgen Busso, ist halt Chefarzt an der Schwarzwaldklinik oder wird dahin beordert und übernimmt
die Position des Chefarztes. Ein bisschen zerstritten ist er mit seinem Sohn und dort in der Schwarzwaldklinik lernt er halt auch seine zukünftige Frau, wie hieß sie, Christa oder so, ne, hieß sie. Moment, Frau Christa, kennen und lieben. Das Ganze natürlich recht schnulzig. Übrigens sollte damals vor Klaus-Jürgen Busso, der die Rolle nie losgeworden ist, man hat ihn noch bis zu seinem Tode, glaube ich, als Dr. Brinkmann bezeichnet. Ganz am Anfang wurde eigentlich Armin Müller-Stahl die Rolle des Dr. Brinkmann angeboten. Dieser wollte aber nicht. Tja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einfach auf. So viel zu schauen gibt es da bestimmt nicht. Ich will euch auch gar nicht lange quälen. Das Ganze mal kurz von nahen. Das ist, wie gesagt, die komplette Box mit allen Staffeln. Warum habe ich jetzt zugegriffen? Die wurde gerade auf Amazon für 19,97 Euro angeboten. Und da habe ich gesagt, okay, für 19,97 Euro kaufe ich mir die Box mit allen 6 Staffeln. Irgendwie sind die, glaube ich, hier falsch sortiert, oder? Ja, würde ich sagen. Ah ja, da sieht man es ja schon, hier sind sie falsch sortiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich schnippe das mal hier irgendwie auf. Wenn man sich die Serie heute anguckt, ich habe vor einiger Zeit noch mal so ein paar Episoden zufällig beim Durchseppen erblickt und auch geschaut, dann ist man doch die ganze Zeit eher am Schmunzeln und das Ganze wirkt recht trashig, ja, unfreiwillig komisch gar. Und man fragt sich, wie haben überhaupt die Patienten in der Schwarzwaldklinik überlebt? Ist schon ganz amüsant, aber macht irgendwie immer noch Spaß, die Dinger zu gucken. Heute eben mehr aufgrund des leichten Trash-Faktors. Moment. So, also ein ganz dünner Pappschuber. Nichts Besonderes, leider mit festem Platschen. Ganz von unten nochmal. Meine Güte, ich glaube, das Ding muss ich aber im Schrank verstecken. So, dann sortieren wir das Bild mal kurz hier. Haben wir es jetzt richtig? Ja, ne? So sieht es also richtig aus. Wow. Wir fangen beinahe. Aber die Bilder sind alle so gruselig, ne? Ich weiß. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Und kurz reingeschaut. 4 DVDs. Dahinter nochmal ein bisschen Werbung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie alle hießen. Das hier war Schwester, Moment. Oberschwester Hildegard, Sascha Hehn, die wurden ja die Rolle der Ärzte nie los. Ja, hier Klaus Jürgen Busso hat dann, glaube ich, noch Klinik unter Palmen gemacht und hier, wie heißt er, der Sascha Hehn, habe ich ja gerade schon ein paar Mal gesagt, Sascha Hehn hat irgendeinen Frauenarzt gespielt, ne? Naja, also die Sachen habe ich dann nicht mehr geguckt. Irgendwann ist ja auch mal gut. Gabi Dom. Und auch hier alles gleich aufgebaut, 4 DVDs, 23 Teile, 12 Teile, Bonusmaterial, Schwarzwaldklinik, nächste Generation, wie war das, bla bla bla, neue Zeiten, überall ein paar Specials drauf. Ach ja, die heile, heile Welt. Auch 4 DVDs drin. Bonusmaterial, eine Serienlegende kehrt zurück. Wow. Ist das nicht alles schön? Meine Güte. Ist ja ein bisschen skurril, ne? Also Sascha Hehn hat ja Klaus-Jürgen Wussows Sohn gespielt. Seine echte Tochter hat dann Schwester Blablabla gespielt, in die sich sein Filmsohn verliebt hat oder ja, sie dann auch geheiratet hat. Also hat der Bruder die Schwester geheiratet, oder? Hier ist es ja.
Tja, sehr mysteriös. Und? Ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu zeigen. Wo ist denn der eine Schleimbolzen? Der ist gar nicht da drauf. Da ist nämlich noch später einer zugekommen, den kann ich bis heute deswegen nicht leiden. Der hatte immer versucht, die Frau von Dr. Brinkmann auszuspannen. Ganz dramatisch. Ich konnte ihn deswegen nie leiden. Naja, okay. Ups, bevor ich jetzt hier mich weiter um den Kopf und Kragen rede. Ich denke, aus der Nummer komme ich jetzt sowieso nicht mehr raus. Aber wie gesagt, für 19 Euro oder knapp 20 Euro kann man echt nichts sagen. Da haben wir eine komplette Serie und ein bisschen Nostalgie ist ja mal ganz nett. Ich denke, die meisten Jüngeren von euch werden sich das jetzt nicht mehr angucken, sowas. Aber einige der etwas Älteren unter euch, die vielleicht damals die Zeit mitgemacht haben, lassen da vielleicht auch gerne nochmal ihre Erinnerung aufleben, ihre Erinnerung aufleben. Und von daher, super Angebot, einfach aufgebaut, simpel aufgebaut und mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Okay, dann war es das auch von meiner Seite. Macht es gut, bis die Tage und ciao.